Die ASKÜ-Bezirksorganisation Baden hatte zu ihrer traditionellen Feierstunde in den Kammgarnsaal in Möllersdorf eingeladen. Dabei standen im Mittelpunkt die Ehrungen der vielen Sportlerinnen und Sportler für ihre Jahresleistungen. Ganz, ganz toll, was da für Leistungen erbracht wurden. Ja, wir sind besonders stolz auf den ASKÜ-Bezirk Baden. Ist ja einer der stärksten ASKÜ-Sportbezirke Niederösterreichs. Und da hat ja der Johann Koger damals diese Sportehrung ins Leben gerufen, wurde heute von Herrn Berischer und seinem Team fortgesetzt. Und man soll auch diese jungen Sportlerinnen und Sportler einmal im Jahr vor dem Vorhang bieten. Es soll eine Anerkennung, ein Anreiz sein, sich mehr und noch mehr einzubringen für den Sport. Und es soll auch ein Dankeschön sein an die Funktionäre, die das ganze Jahr ehrenamtlich zur Verfügung stehen. Ist auch nicht selbstverständlich. Dreiskirchen war ja auch sehr stark vertreten, hat ja auch einen Ruf zu verteidigen. Ja, natürlich, weil wir haben auch ein sehr breit gefächertes Angebot. Sehr, sehr viele Vereine, die wirklich erfolgreich sind. Und wir haben also nicht nur sportliche Erfolge bei den Erwachsenen, sondern auch große sportliche Erfolge bei der Jugend, was mich als Sportstadträtin ganz besonders immer freut, wenn unsere Jugend so sportbegeistert ist. Vor allem, wenn man immer hört, die Jugend macht viel zu wenig Bewegung. Wenn man aber in die Vereine schaut, dann kann man schon stolz sein auf die Kinder und auf die Jugendlichen. Es haben alle Vereine bei uns in Dreiskirchen einen regen Zulauf, muss man sagen, in den letzten Jahren gehabt und auch in allerletzter Zeit jetzt. Weil das Angebot eben so vielfältig ist, es ist für jeden Geschmack jetzt was dabei. Wir von der Stadtgemeinde und unser Bürgermeister, Herr Bürgermeister Babler, wir fördern das auch sehr. Und das schlägt sich dann Gott sei Dank auch in den aktiven Zahlen nieder. Bei aller Wertschätzung zum Spitzensport. Aber ich glaube, es muss in unserem gemeinsamen Interesse sein, auch aus gesundheitspolitischen Überlegungen, aus freizeitpolitischen Überlegungen, breit die Bevölkerung einzubinden. Und wie Sie sich heute überzeugen konnten, von den Kleinsten bis zu den Ältesten befinden sich in unseren Reihen alles. Und das hält die Gesellschaft zusammen, macht gleichzeitig fit und, glaube ich, ist eine mehr sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Herr Rammelt, Gratulation auch von unserer Seite. Sie wurden ja wiederum Meister. Ich habe, Landesmeisterschaft in Riesentorlauf, Staatsmeisterschaft Zweiter geworden, bei der Weltmeisterschaft zweimal Fünfter und einmal Vierter, das, was mich am meisten geärgert hat, aber einer muss Vierter auch werden. Nicht?